Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Karte Firebase Z unsichtbar werden könnt. Dieser Glitch, Leute, eignet sich auch sehr gut in Kombination mit dem God Mode Glitch. Falls ihr mit einem Kumpel zusammenspielen wollt und er im God Mode ist, könnt ihr diese Variante nehmen, damit ihr unsichtbar werdet und ihr beide quasi im God Mode seid. Jedoch braucht ihr für diesen Glitch einen Kollegen, der euch hilft, und er muss Heilaura mindestens auf Stufe 3 ausgerüstet haben. So, kommen wir nun zum Glitch. Ihr braucht als allererstes das Grabstein-Perk und danach lasst ihr euch down gehen. Wenn ihr dann down seid, dann benutzt den Grabstein, Leute. Und jetzt müsst ihr nur noch warten, bis eure rote Lebensanzeige bzw. dieser Balken komplett schwarz ist. In dem Moment, wo er komplett schwarz ist, aktiviert euer Kollege dann Heilaura. Dann seid ihr belebt, aber euer Grabstein liegt dann auch noch da. Ich zeige euch das jetzt mal. So, wie ihr seht, ist mein Balken jetzt komplett weg und genau jetzt aktiviert mein Kumpel seine Heilaura. Mein Grabstein liegt da, aber ich bin wieder belebt. Was ihr jetzt machen müsst, ihr braucht einen Imitator und er muss sich zu euch ziehen und dadurch müsst ihr sterben. Ich zeige euch das einmal, Leute. Ihr könnt ein bisschen näher dran gehen, dann gibt er euch ein paar Hits. Und wenn ihr dann so ein bisschen zurückgeht, dann zieht der euch an sich ran. So, lasst euch erstmal ein bisschen low machen von ihm, so wie ich jetzt. Jetzt geht nochmal ein Stück zurück, dann zieht ihr euch an und wenn ihr dann stirbt, dann seid ihr direkt weg. Jetzt muss euer Kollege die Runde beenden und wenn ihr dann wieder einsteigt, dann seid ihr unsichtbar für die Zombies. Wie ihr seht, bin ich jetzt wieder in-game und jeder Zombie wird mich ignorieren und zu meinem Kollegen rennen. Das Gute an diesem Glitch ist, ihr könnt den Teleporter benutzen und auch zu Pekka-Punch gehen und bleibt unsichtbar. Wie gesagt, Leute, das ist eine gute Kombination mit dem God Mode Glitch, den ich jetzt oben in die Infokarte verlinke. Denn so kann jeder im Team in den God Mode rein. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.